Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von dem Spiel Train Sim World mit den Rapid Transit. Sehr schön. Okay, wir müssen langsamer werden, Leute. Wir müssen langsamer werden. Langsamer. Ne, wir wollen ja nicht wieder vorbeirollen. Ja, immer noch in Leipzig unterwegs. Das ist ja das Besondere an diesem DLC. Oder auch der Zug natürlich, der Talent 2. Oh, jetzt habe ich mich verbremst. Gucken, ob wir das noch. Maximale Bremse. Dann müssen wir einmal die Parkbremse nochmal einlegen, wenn wir das jetzt nicht schaffen. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus, oder? Das sieht gut aus, Leute. Ah! Richtiger Profi! Türen entriegeln, okay. Ah, falsche Seite. Moment. Jetzt habe ich beide Seiten wahrscheinlich offen. Machen wir nochmal. Können wir die zumachen? Ja, okay, die haben wir jetzt zu. Nicht immer das Richtige offen machen hier. Ganz, ganz wichtig. Ist ein Tipp vom Profi. Nicht. Ja, ich hoffe, euch hat die letzte Folge auf jeden Fall gefallen. Mir macht Spaß. Und, ja. Wie gesagt, ich muss mich wieder mit dem Spiel befassen. Ich war, ja, also, ich sag mal, in keinem Spiel bin ich ein Profi. Ich probiere mich hier, wie gesagt, hineinzufuchsen und das hier zu managen. So, 14.45 Uhr. So, dann warten wir so lange. Da kommt nämlich schon der Kollege. Weil wenn ihr noch welche einsteigen wollen, dann passt das ja ganz gut, ne? Wir können übrigens auch hier die Blende weiter runter machen. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Wieder hoch machen. Ich wollte noch nicht schlafen gehen. So, ich denke mal, da wird keiner mehr kommen. Es sei denn, es kommt jemand gesprintet. Gibt's ja auch mal so ein paar Leute, ne? Die das machen. So, aber besser pünktlich als zu spät. Also, wir düsen schon mal. Als ich als Anfänger muss natürlich auch ein bisschen Zeit noch planen. Aufrüstzeit? Nein. Okay. Lassen wir den Quatsch. So, 50 ist hier immer noch, ne? Dann sollten wir nicht so schnell fahren. Das macht Sinn. Machen wir mal. Ja, eine 32er Leistung sollte reichen. Wo sieht man nochmal, ja, welche Haltestellen man anfahren muss? Den Plan. Wo sehe ich das denn nochmal, Leute? An einem Ort anhalten, Leipzig, Bayerischer Bahnhof. Eigentlich aber Licht angemacht, ne? Eigentlich schon. Aber es ist, glaube ich, ganz gut sogar. Oh Gott, da muss ich mal eben gedrückt halten. Ja, ja, ja. Sehr schön. So. Mal eben wieder gelöst. Zack, und links aussteigen, bitte. Dankeschön, Leute. So, okay, es macht Spaß. Es macht Spaß. Aber draußen hat man wenig Sound. Das muss ich sagen. Vielleicht ist eine Einstellungssache. Aber ist mir so aufgefallen mal. So, drin hat man schon viel mehr. So. Ja, wir... Nee, lassen wir immer noch unter die Blende.
So, und dann können wir sagen, schließen, 15:47 und dann fahren wir gleich pünktlich ab. Komm, fahren wir jetzt schon ab. Okay. So. Sollte passen. Kennt ihr diese Monitore da? Ja, im Bahnhöfen ist es. Ja, doch, in Bahnhöfen. Bei manchen ist es, dass man sieht, ja, was am Bahnsteig so abgeht für den Lokführer und was für Dudes noch ein. Dudes noch einsteigen wollen, sage ich es mal einfach. Ah, das mit den Tunnels ist auch cool, Leute. U-Bahn-Simulator. Gibt's jetzt auch, ganz neu. Kehr, das macht Spaß. Kehr, das macht Spaß. Es bockt. Und die Performance ist deutlich besser geworden. Ich meine, ich habe natürlich auch eine bessere Grafikkarte jetzt, ja, aber trotzdem. Oh, gleich schon wieder Haltestelle. Maximal müsste gehen. Sonst können wir zur Not auch noch hier eben Parkbremse einlegen. Zack. Und dann machen wir die Tür hier offen, Leute. Zack. Hundertprozentig. Dann läuft das. Ha! Nice. Nice, Leute. Es ist ziemlich leise hier, ne? Hier fehlt das typische Bahnhofsgeräusch. So, gerade mal wieder ein Screenshot gemacht. Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Ja. Hört sich. Eigentlich hört sich das ein bisschen lauter an am Bahnhof. So mehr Trubel ist da los. Okay, wir schließen das mal. Warten bis 15:49. Ich würde sagen, wir können eigentlich schon mal starten wieder, bis wir jetzt hier losrollen. Dauert das immer so ein bisschen. So, 62% Leistung. Müsste in Ordnung sein. Wir haben grün. Auch das ist toll. Ich fahre nicht zu schnell, weil ich das noch nicht einschätzen kann, wann die nächste. Ah, okay. Oh, siehst du nämlich. Da geht es nämlich schon los hier. Bald sind wir nämlich schon wieder da. Aber eigentlich wäre jetzt ein U-Bahn-Simulator, ne? Jetzt sind wir bei U-Bahn-Simulator, eindeutig. Ich bin gespannt, wie realistisch das ist hier. Also für euch. Müsst ihr mir unbedingt schreiben in die Kommentare, wer aus Leipzig kommt oder das schon mal war. So, gelöst. Zack. Und dann schauen wir mal. Wir können übrigens auch hier uns bewegen. Moment. Jetzt, das wollte ich nicht. Vorwärts ist eingelegt. Hier wollte ich. So, damit ihr auch mal seht, was hier abgeht. Was steht hier? Modernisierungsarbeiten, Schienenersatzverkehr. Das ist schon gut gemacht. Also, guck mal, wie scharf das auch ist. Sehr schön. SOS-Säule. Okay, Leute, was habe ich hier eben gemacht? Gelöst. Ich hoffe, ich komme jetzt gleich vorwärts. Verriegeln wir das Ganze. 15:51, das heißt, wir können jetzt auch mal abfahren. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts. Habe ich hier falsch gemacht? Gelöst. Ist zu. Vorwärts. Irgendwas habe ich jetzt hier verstellt. Was habe ich jetzt hier verstellt, Leute? Wer weiß es? Boah, Glück gehabt. Boah, ich dachte schon. Boah, Schock.
Leipzig HBF Tief. Das sieht gut aus. Könnte das wohl Endhaltestelle sein? Hm. Bin ich gespannt. Bin ich gespannt, Leute. Aber auch das, denke ich mal, ist ein Highlight. Boah, ich dachte schon. Oh, ja, ja, ja. Nicht so viel Gas geben. Bisschen müssen wir uns konzentrieren hier. Sechs Prozent. Hm, machen wir mal. Jetzt Bremse auf 5%, 18, 32. Maximal machen wir mal. Ja, wir rollen noch ein bisschen. Halten ein bisschen davor. Ja. Türen entriegeln. Gucken wir mal eben da hinten, ob das in Ordnung ist. Ja, das ist aber noch in Ordnung. Da würde ich sagen, ist in Ordnung, Leute. Lässt der Chef durchgehen. Würde ich schon sagen. So. Aber draußen fehlen mir die Sounds, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder ist das so leise? Wie gesagt, immer Feedback in die Kommentare. Ich bin da offen. Ich bin da offen. So, oh, da blinkt was grün. Da müssen wir schnell, glaube ich, los. Türriegel, okay. 15:53. Oh, wir müssen, Leute. Mal gucken, ob wir vorwärts kommen. Ja, wir kommen vorwärts. Wir kommen vorwärts, Leute. Ja, es stand auch irgendwie drin in der Beschreibung, in der, ich glaube, Pressemitteilung oder allgemein Leipzig Nord, dass die Steuerung wohl anspruchsvoller ist. Ich weiß nicht so ganz. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Würde ich nicht sagen, momentan. Momentan. Wir fahren wieder hoch. Ich sehe das schon. Da ist ein Ausgang, Leute. Da ist ein Ausgang. Es gibt ja auch diesen U-Bahn-Simulator. Also wie hieß der noch? Subway oder so? Nee, Subway? Nee, wahrscheinlich für Subways. Keine Ahnung. Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es gerade echt nicht. So. Fahren wir wieder raus. So, und jetzt kann man auch wohl die Bildschirme abdunkeln irgendwie. Habe ich noch nicht die Taste gefunden. Vielleicht wisst ihr es. Vielleicht könnt ihr mir mal eben nochmal Feedback schreiben. Ich sage mal Feedback, ja, weil Feedback, ne? Ich möchte mit euch gerne kommunizieren. Und wäre cool, wenn ihr euch dann auch mit dem Video ein bisschen befasst dann so. Oder, ja, vielleicht ist es für euch auch spannender, wenn ich euch ein paar Fragen stelle mittendrin, als wenn ich das hier einfach so rumblubber. So, mal gucken. Da steht ein Zug, weil der wahrscheinlich Rot hat. Rot, 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 Leute. 5%. Ja, ich denke mal, das reicht erstmal. 0. 5%. 26%. Ich finde Berlin immer so, wenn ich da bin. Ich bin jetzt auch nicht so oft, aber in Berlin immer diese S- oder U-Bahn. Ja, dieses Gelbe, das ist einfach so, dieses typisch Berlin. Das ist einfach, ja, das ist, ja. Das ist so ein, ich sag mal, so ein Merkmal, was ich mit diesen U-Bahn so habe. Sehr schön. Fahrgäste einsteigen lassen. Gucken, was hier los ist. Auch da ist wieder, ja, es ist halt, es ist irgendwie ein bisschen kein Sound da. Von der Umwelt so. Das muss ich bemängeln doch schon. So.
warten bis 7:50. Wir haben es. Ja, okay, wir fahren los. Wie gesagt, diese paar Sekunden. Anzeigen sind aber da, die hört man dann. Ist sogar 75 gleich. Die Beschleunigung ist auch relativ schnell, würde ich sagen. Okay, hätte ich nicht gedacht, dass die Linie sich doch so lange zieht. Jetzt nicht, weil ich fertig werden möchte, ne? Aber... Leipzig Messe, Leute. Leipzig Messe, okay. Was ist nochmal? Leipzig Messe, was ist da nochmal immer? Ach, weiß ich gerade gar nicht. Kann es euch gar nicht mal so genau sagen. Kann ich euch gar nicht so genau sagen. Hm. Ich gebe noch mal ein bisschen Gas. Wie viel ist denn da noch mal? 99, okay. Oh, so relativ schnell, ne? Jetzt ist... Oh, jetzt ist... Was bedeutet das noch mal? Nächste ist rot, oder wie ist das? Wie ist das noch mal gemeint? Ja, es gibt welche, die knallen da so durch und können das halt passend abbremsen. Ich bin dann noch ein bisschen vorsichtiger, Leute. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, da ist nämlich rot, seht ihr. So, auch links ist Ausstieg anscheinend. Ich glaube, ich werde noch eine Folge machen, Leute. Bisschen müssen wir noch. So, das sieht gut aus. Zack. Tür entriegeln. Aber da ist rot. Was bedeutet das jetzt, Leute? Ich habe Angst, loszufahren. Und ihr seht es schon, ne? Auszug, beziehungsweise Ausziehgleis. Ja, ich habe keine Ahnung, was dieses rote Signal bedeutet. Ich riskiere es jetzt einfach, Leute. Ich riskiere es jetzt einfach. Ich glaube, Türen sind geschlossen. Haben wir das... so, sorry. Dann werde ich jetzt schon mal langsam vorrollen. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Moment, es kann sein, dass ich das eben... So. Was ist hier los? Moment, müssen wir eben gucken. So, gelöst. Hier müsste es eigentlich geschlossen sein. So, und jetzt sollten wir eigentlich fahren können. So, jetzt. So.
Ja, egal. Werden wir vermutlich sogar noch eine neue Folge anfangen. Ich weiß noch nicht, wie es genau mal. Vielleicht schalte ich es jetzt auch dahinter. Kann ich auch noch nicht so genau sagen. Obwohl, er sagt hier grün, ne? Keine Ahnung. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich meine, wir werden ja eigentlich links abgezogen. Na, ja, sehr schön. So, dann müssen wir das hinbekommen. Es bleibt spannend, Leute. Es bleibt spannend. Ne, wir müssen noch ein bisschen, sonst nimmt er das nicht. Ein bisschen müssen wir noch. So. So, Zielvorgabe erfüllt. Sehr schön. Mal gucken. Steigen Sie aus dem Zug aus, um diese auf... Okay, Leute, das machen wir auch. Oh, guten Tag. Jetzt mache ich eben wieder hoch. Es dürften ja keine mehr drin sein, ne? Genau. Ah, die Blende wollte ich hochmachen. Moment, hallo? Wie war denn das jetzt hier? Da war Blende. Zack. Hä? Was machen Sie denn noch hier? Der Zug hat doch hier... Sag mal. Okay. Bleiben Sie hier. Vielleicht übernimmst du auch den Zug dann einfach. So. Ja, Zielvorgabe erfüllt. Leute... Das war es. Oh, Leipzig MDR. Zeit 15. Okay, geplant 15. Oh nee, oder? Komm. Ah, stell dich nicht so an. 3 Minuten. Okay, das sieht gut aus, aber das haben wir gut hinbekommen. Alles klar. Gut. Also, ich werde das jetzt auf jeden Fall noch nach der zweiten Folge bringen. Sprich, also dran geschnitten haben. Und jetzt sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare nochmal Feedback zum Add-on. Und es hat ziemlich viel Spaß gemacht. Wollt ihr weitere Folgen sehen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und jetzt sage ich, tschüss.